Heute geht's zum dritten Boss im zweiten Teil von Nyalotha. Das müsste das Schwarmbewusstsein sein. Schwarmbewusstsein sein, ja. Und da müssen wir hier rüber. So, wir sind jetzt hier. Also einmal hier über die Brücke, da drüben rein. Die kleinen Viecher hier sind nervig. Ziehen nicht in Sicht. Eieiei. So, die kommen jetzt auch gleich runter. Könnt ihr die mal bitte nach da vorne ziehen? Genau so. Viele gelbe Zahlen. So, können wir hier was... Da können wir was plündern. In unmittelbarer Nähe entdeckt. Gut. Je eher ihr die Anker platziert, desto eher bringen wir Enzoth zur Strecke. So mag ich das. Da noch einer? Nö. Da sind noch welche. Wo ist denn meine... Da ist meine Maus. Der Schwarm wird euch verschlingen! Ich werde euch das Fleisch... Och, Leute! So viele Mobs auf einmal. Ist aber nicht nett. So, hier drüben. Ich sehe es nicht gescheit. Muss ich ein Stück vorgehen. Tekris und Kasir. Okay. Also Schwarmbewusstsein. Schwarmbewusstsein wahrscheinlich. Die Generäle Tekris, Kasir und Tekris sind permanent im Wettstreit. Boah, hey. Geht schon los. Kein Ready-Check irgendwie. Vor allem, es wäre vielleicht praktisch, wenn man zuerst seine Leute retzt. Die Leere bricht aus. Eure Adern werden brennen. Die Leere fordert alles.
teilen die sich einmal Leben. Gewährt allen niederen Arkier Lerninfusion, okay. Also da sollte man wohl auseinanderrennen. So, und jetzt dürfen sie nicht zusammenstehen, oder was? Also das ist wieder so ein Kampf, den ich nicht so richtig verstehe. Eure Adern werden brennen. Die Leere bricht aus. Mit viel zu vielen Mobs dabei zusammen. Das muss doch nicht sein. Also die teilen sich keine Gesundheit. Okay. Alter, das ist so ein Durcheinander hier. So machen Bosskämpfe doch gar keinen Spaß richtig. Eure Adern werden brennen.
So, die Bosse sind hoffentlich gleich da. Nee, also ganz ehrlich, der Bosskampf hier hat mir nicht gefallen. Was sollte denn die Kacke jetzt eben? Sehr schön. Oh, wir haben Handgelenke bekommen. Schlechter als die, die wir haben. Gut, wir machen dann morgen mit dem letzten Boss hier im zweiten Teil weiter. Bis morgen.